Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal eine 2,9 Millionen Dollar Villa. Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass ich so ein bisschen so einen Rhythmus momentan habe. Also freitags versuche ich euch immer ein Update zu bringen zur derzeitigen Lage in den USA. Und dafür am Dienstag eine Art Entertaining-Video. Und deswegen habe ich heute gedacht, zeige ich euch mal eine Villa. Eine Freundin von mir, eine sehr gute Freundin, ist Maklerin. Und weil ich mir ganz gerne schöne Häuser anschaue, gehe ich öfters mal mit ihr. Und sie hat eben die Berechtigung, dadurch, dass sie Maklerin ist, in diese Häuser reinzugehen. Und dann schauen wir uns die gemeinsam an. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier in Amerika haben die Häuser dann immer so ein Schloss davor, was sich eben durch das Telefon, durch eine App vom Realtor, vom Makler öffnen lässt. Und insofern, ja, kommen wir da ganz gut rein. Und vor ein paar Wochen haben wir uns ein echt schönes Haus angeschaut und das ist aber ein 2,9 Millionen Dollar Haus. Kann sich jetzt nicht gerade jeder leisten, aber interessant, sich es anzuschauen, ist es ja allemal. Und es ist aber auch deswegen so teuer, weil so viel Grundstück dazu gehört, nämlich über 11 Acre und das sind umgerechnet über 4 Hektar oder auch über 44.000 Quadratmeter, denn diese Familie hat professionell Dressurreiten betrieben, hat so ihr Geld verdient und jetzt sind sie aber schon etwas älter und wollen quasi ein kleineres Haus sich zulegen und das jetzt loswerden. Und ja, ich habe gedacht, wenn mir sowas Spaß macht, solche Häuser sich anzuschauen, vielleicht macht es euch auch Spaß. Das ist jetzt natürlich altes Videomaterial, also nicht so alt, ein paar Wochen alt. Also bevor das hier alles losging mit der Corona-Krise, habe ich das gefilmt. Ja, ich hoffe, es macht euch Spaß und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Bilder von der Villa. Ja, und unsere Villa befindet sich in Roswell und das ist ca. 35 Minuten nördlich von Atlanta. Die Villa verfügt über 3 Garagen, darüber würde sich Coral bestimmt freuen. Ja, wie ihr seht, mit über 4,4 Hektar wurde dieses Anwesen extra für das Sportpferdetraining und für Dressierreiten angelegt. So, dann lass uns aber mal ins Haus reingehen. Unsere Villa verfügt über 7633 Square Feet und das sind umgerechnet über 709 Quadratmeter. Ich finde, dass es halt wirklich ein sehr geschmackvolles Haus ist. Ganz anders, als man jetzt denkt, wenn Millionäre sich ihre Häuser einrichten, finde ich, ist es doch wirklich stilvoll und geschmackvoll. Aber über Geschmack lässt sich ja streiten. Das Haus hat insgesamt 6 Schlafzimmer und 8 Badezimmer.
Außerdem befindet sich hier ein beheizter Salzwasserpool und natürlich auch ein kleiner Whirlpool. Richtig schön, total relaxend. Über der Garage befindet sich eine ganze Wohnung. Also hierin können sich zum Beispiel die groß gewordenen Kinder einrichten oder wenn man Gäste hat, vielleicht die Eltern, komplett mit Badezimmer und allem, was man benötigt. Weiter, wenn man runter in den Keller geht, ist auch alles ausgebaut und auch hier können sich Gäste wohlfühlen. Zusammen mit Küche und Bad ist alles im Keller vorhanden. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es so war, dann bitte Thumbs up und lasst es mich wissen, wenn euch solche Videos interessieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt schön zu Hause und gesund. Tschüss!